Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wie ihr seht, haben wir heute mal wieder neue Mod, neues Fahrzeug, wie immer nie getestet, wobei das nie getestet wäre eine Lüge. Ich bin gerade für 3 Minuten rumgefahren. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und zwar haben wir den, lass mich mal die Kamera hier aus dem Sumpf rausbringen gefühlt, Ibisho 200NX. Ihr seht, das ist eine kleinere Variante vom Tunnel BX. Das hat ich glaube ich nicht wirklich viel mit zu tun, aber es ist einfach so eine kleinere, kompakte Variante. Und auch sportlich, also dürfte ganz interessant sein. Und wir sind mal auf der Italien-Map, weil die haben wir länger nicht benutzt. Dachte ich mir, komm, hauen wir die doch mal wieder raus. Das ist Teil der, ich glaube ausgesprochen wird es, Wipimp-Mod, Wipimp. Links unten in der Beschreibung. Der hat ganz viele verschiedene Varianten, in denen werden wir einige ausprobieren in den nächsten Tagen. Wenn wir da ausprobieren und alles. Oh, au. Au. Das war schon mal ein guter Start. Au. Und ja, wir werden den heute mal crashen. Normalerweise gehen wir für sowas auf die Gridmap, aber da das nicht hundertprozentig eine komplett neue Mod ist, dachte ich, gehen wir einfach mal hier rauf und machen ein bisschen Crashes mit Verkehr und so weiter. Das machen wir mal hier bei der Dings. Wir streamen heute um 19.30 Uhr. Ich weiß noch nicht was, aber wir streamen heute. 19.30 Uhr auf Twitch. Wollte ich nur mal sagen. Subi. Ja, also was wir schon mal, wenn wir mal das Aussehen ansehen, wir sehen, wir haben so ein T-Top, was wir aufmachen können. Und wir haben den, der ist einfach um einiges kleiner als ein Tunnel BX. Aber sehr sportlich, ich glaube, der hat Allrad hier in dem Fall. Ja, der hat definitiv Allrad, das weiß ich. Das ist das sportlichere Modell. Und fährt sich auf jeden Fall auch ganz interessant. Man kann das Ding, es neigt ein bisschen zum Untersteuern, aber man kann mit der Gewichtsverlagerung spielt, den wunderbar jede Mauer fahren. Warum bin ich so niedrig eigentlich? Ich bin viel zu niedrig. So. Viel niedriger als sonst in der Cam, oder? So, jetzt geht's wieder. Aber auf jeden Fall, der fährt sich ganz nett. Man kann mit der Federung versuchen zu arbeiten und den ein bisschen reinhauen in Kurven, sage ich mal. Wie man es mit Frontantrieblern häufig auch machen kann. So, und dann wollen wir mal reinknallen in den Covid. War gar nicht mal so schlimm, wenn man mal anguckt. Aber, erstmal Licht. Nee. Danke. Jetzt könnte das unangenehm werden. Mal schauen, was passiert jetzt. Ne, wir können auch weiterfahren und der bleibt stehen. Und dann wollen wir mal den nächsten reinknallen. Da haben wir einen anderen Wagen aus der Mod, den wir uns auch noch mal anschauen werden irgendwann. Nur benutzt, um unsere Achse zu beschädigen und unser Rad vorne links abzuhauen. Aber das reicht. Oh, um uns zu überschlagen. Okay, kann man mal machen. Kann man mal machen. Ist ja ganz schön kaputt. Wechseln wir mal die Variante. Dann zeige ich dir euch mal. Also, Ibisho 200NX sieht auf jeden Fall ganz lustig aus, muss ich sagen. Und das war die VX6R Variante. Und dann gibt es hier die Standard-Variante, aber die wollen wir eigentlich gar nicht haben, ne? Dann haben wir noch die Custom-Variante. Wir haben die Aerotech-Variante mit 2,5 Liter Inline-4. Racer-Spend. Und wir haben die Polizei-Variante. Immer die Polizei-Variante, oder? Jetzt, wo wir jetzt KI haben hier. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es gut aussieht oder nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Findet ihr, sieht gut aus oder findet ihr, sieht er schlecht aus? Natürlich sieht er nicht modern aus, weil er ein paar Jährchen alt ist. Aber ich bin mir nicht sicher. So, fahren wir hier dieser kleinen Pfad entlang. Ja, wirklich ein Pfad, das ist nicht das Sträßchen. So, an denen schön vorbeiquetschen. Mal schauen, welche Geschwindigkeit erreichen wir? Das wird knapp. Kein Problem, nicht mal die Spiegel angedotzt. Stell dir mal vor, ihr seid so noch ganz eng. Oh, das wird ein Problem. Das wird ein Problem. Ich hatte kurz überlegt, bremse ich für den Sprung? Ich dachte, Mensch und Mensch, ne? Und natürlich jetzt. Oh Gott, richtig unangenehm für den ausgegangen. Für uns ist es gar nicht so schlimm ausgegangen, eigentlich. Für uns ist es echt nicht so schlimm ausgegangen. Also ziemlich beschädigt und total Schaden. Aber wenn wir uns mal die Wagen anschauen, zwischen dem und dem sieht der der Barster doch um einiges schlimmer aus, oder? So, Insert, danke. Die habt ihr doch, ich glaube, das war doch so, dass wir auf unsere Sirene reagieren, ne? Ja, fährt rechts ran. Da auch rechts rein? Warte mal, ich will mal hinter die stehen bleiben. Wie kriegen wir die dazu abzuhauen? Weiß ich gar nicht. Okay, also nur wenn wir Sirene anmachen. Dann sie stehen. Oh, jetzt ist er irgendwo gegengefahren. Musste ich kurz ausweichen. Ne, geben wir aber nochmal Gas. Ich sag grundlegend, der sieht ganz okay aus. Tendenz zu gut aussieht, gebe ich dem Tunnel NX hier. Mal schauen, ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt und was so die Meinung der Community ist. Aber ich würde sogar erstmal sagen, sieht echt gar nicht so schlecht aus. Wollen wir den aber mal reindotzen in den Covid. Oh.
Okay. Ging wieder aber nicht so. Das Ding ist stabil. Aber ging. Na doch, hinten. Ah, hinten will man da nicht gesessen haben. Blaulicht und Sirene mal an. Dann haben wir die trotzdem mal, weil wir können es machen. Oh, das hat uns den Wagen geschaut. Okay. Weg ist das Rad. Warte, sind wir nicht hier eben gerade gespannt? Nee, das ist eine andere Tankstelle. Andere Tankstelle. Trotzdem muss ich hier mal reloaden wieder. Und probieren nochmal die richtigen krasse Varianten aus, oder? Die absolut heftigen Sportwerte. Warte. So. Ja. Nein. Danke. Jetzt bin ich größer. Das war, weil mir ein Stuhl so weit hinten war. Es fühlt sich ganz sehr komisch an. Irgendwas war falsch. Weil ich meinen Stuhl ein bisschen weiter nach hinten gelegt habe. Nehmen wir mal die Custom-Variante, oder? Nehmen wir die mal. Gucken mal, was ich kann. Wie hört sich denn an? Also Backfire. Hört sich jetzt auch nicht so krass an, aber Backfire ist schon was. Oh, look. Der kleine Lufthändler. Oh, wie süß. Aber es funktioniert. Er ist offen. Also er funktioniert wohl. Oh, ich habe ihn aus dem ausgeschaltet. Das ist unpraktisch. So. Das Backfire ist aber böse. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass der sich sogar schlechter fährt als der Sport, die Sportvariante, weil die Federung etwas härter ist. Na, bei Turnen ist es ziemlich gut. Also er lenkt super ein. Die Sache ist, bei vielen Frontantrieblern zum Beispiel, und der hier hat Allrad und ist merkbar auch Frontantrieb stark, da ist es häufig gut, indem man die sozusagen richtig in eine Kurve reinwirft. Teilweise sozusagen, um das Untersteuern zu verhindern, beziehungsweise dem Untersteuern von au! Vorherzukommen. Dann kann man die teilweise, besonders wenn sie so weiche Federung haben, richtig in eine Kurve reinhauen. Also man lenkt einmal richtig stark ein, kriegt den Turn in, dann beschleunigt man raus aus der Kurve. Ah, das ist ein Trick, den man machen kann bei Fahrzeugen mit weicherer Federung. Aber wenn die dann halt eben eine härtere Federung haben, kommt man nicht so gut herum und kann dann dafür sorgen, dass die eher untersteuern. Ich weiß gerade gar nicht. Ich überlege gerade, ob Frontantriebler meistens eine weichere Federung haben als ein Heckantriebler. Weil beim Heckantriebler will man eher die Heckachse stabil halten. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich. Auch alleine, weil Heckantriebler meistens teurer sind. Kann man da mehr Geld in eine krasse Federung machen. Aber weiß ich gar nicht. Vielleicht rede ich auch absoluten Bullshit. Wer weiß. Niemand weiß es. Niemand kann es prüfen. Es ist im Internet, also ist es die Wahrheit. So, fährt sich aber ganz gut, aber ich glaube, der hat... Oh Gott, Also das hätte eh nicht gut geendet, weil hier eine Wand gewesen wäre. Aber wir haben Slicks drauf. Der Hitterns hat er doch nochmal ordentlich erwischt. Der hat nichts abbekommen. Na doch, hier, da. Ganz leicht diffamiert, guckt. So soll es aussehen. So ist es. Minimaler Schaden für den. Okay. Sehr unfair hier. Warte mal raus, geben wir dem mal einen Stupser. Oder so. Oh, beschleunigen die raus. Jetzt mal hier durch die Straßen mit den Stick. Der lenkt gut ein, gebe ich zu. Wendet sich nicht. Einbahnstraße juckt mich nicht. So, boah, der ist... Ja, doch, eigentlich nicht schlecht. Eigentlich nicht schlecht. Eine gute Balance zwischen Heck und Front... Heck und Frontantrieb heißt das, mein Gott. So, mit dem Allrad. Nee, der fährt sich doch erstaunlich gut, muss ich sagen. Ist eine ganz coole Variante. Also, wenn man irgendwie... in der Innenstadt ein Verbrechen begehen will, dann empfiehlt es sich nicht, gegen die Tankstelle zu rasen. Die sind nämlich entflammbar und können explodieren. Macht es lieber nicht. dafür ist der durchaus ganz praktisch. So, machen wir nochmal einmal einen Run hier durch. Versuchen wir ein bisschen... Das war dumm. Das war dumm. Das war schlecht. Oh. Das hätte um einiges schlimmer ausgehen können. So, fahren wir mit unserer Heckschussstange da ein bisschen locker in den nächsten Baum rein. Okay. Oh Gott, wir sind ja schon fast am Ende. Eine Sache würde ich noch ausprobieren. Die Aerotech. 1,5 Liter. Oder was war es? 2,5 Liter in vorne. Also im freien Vierzylinder. Hat keine Slicks drauf. Das werden wir auf jeden Fall direkt merken. Yep, tut man auf jeden Fall in den Kurven. Ja, viel weniger Grip. Aufpassen, da versucht beide erwischt, da durchzukommen. So, hier entlang an dir vorbei. Danke sehr. Und geplant,
So wie ich die Frontalaufschlag mit dem Covid finde. Absolut geplant. Mhm. Nicht aus Versehen gewesen. Ich drehe nochmal raus. Drehen uns selber auch raus. Absolutes Chaos und der fährt nicht mehr wirklich. Boink. Der ist schrott. Okay, das soll es eigentlich auch schon mit der heutigen Folge gewesen sein. Wie gesagt, das ist Teil der wie Bimp-Mod oder wie man immer es ausspricht. Und die findet ihr unten in der Beschreibung. Wir streamen heute um 19.30 Uhr. Wie gesagt, ich weiß noch nicht was. Aber wir werden heute streamen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin also tschüss, bis bei euch. Ciao. Bonk.